bisschen schwierig auch. Aber eigentlich nicht, weil ich habe jetzt ein neues Modul, was mich deckt. Warum kann man hier nicht in irgendwelche Türen reinklettern? Das ist doch... Doppeltür, die grün ist, aber ich kann sie nicht aufmachen. Okay. Kriegen wir schon irgendwie hin? Sollte nicht so das Problem sein. Ich muss ja nur rein, ne? In den Hauptcomputer, also in den Club, so kann ich ja schon mal reingehen. Optional Meldekämpfe. Oder eher was Softeres. Habt ihr keine echten Mädels? Wir haben Tänzerinnen. Aber keine Joygirls oder Puppen. Na toll, doch nicht so ein geiler Club. Ich kann dir eine private Tänzerin oder einen harten BD anbieten. Beides wäre eine gute Wahl. Ich will aber was Echtes. Keinen billigen Virtu-Shit. Okay, also so ein Club ist das also. Oh moin. Willkommen. Darf ich da rein? Bitte gehen Sie durch. Gehen Sie durch wohin? Links oder rechts rum? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich darf hier nicht rein. Nicht so schnell, Kleiner. Waffen abgeben. Das ist ein zivilisierter Club hier. Ja, wo? Wo denn? Wo denn? Verstaubt sind alle. Ah, hier. Siehst du? War doch nicht so schwer, oder? Willkommen im Empathy. Warum mache ich noch eine Waffe in der Hand? Anzeigebug, oder? Ja, ist ein Anzeigebug. Lass dich von denen doch nicht ein. Werde ich nicht. Wir müssen unsere Beziehungen mit dem Stadtrat ausbauen und dann... Du weißt schon. Ich weiß, aber ich kenne mich damit nicht aus. Ich brauche deine Hilfe. Die bekommst du. Zu deinem Geld, meinen Beziehungen, unschlagbar. Machen wir's. In den Hauptcomputer. Das sieht mir nach einem Klo aus. Da werde ich ja wirklich keinen Computer finden. Hast du keinen Stolz? Ich sag's doch. Glaubst du, was du da tust? Ich hab dich aus Versehen nur angerempelt. Entschuldigen Sie. Aber sieht doch eigentlich ganz entspannt aus, oder? So, ich vermute mal hier hoch. Das ist private, also Tarnung. Nicht tödlicher Takedown. Macht's wie gesagt so viel einfacher, den ganzen Kram hier, ne? Der Relic und was es damit auf sich hat. Reden die von meinem Relic? Weiß nicht, ob ich das schon mal gelesen habe. Jahrelang haben Experten in den Bereichen der Kybernetik, Neurologie und Psychologie unermüdlich versucht, das menschliche Bewusstsein mit Silizium zu verschmelzen. Bislang waren ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt, auch wenn es Wissenschaftlern gelang, künstliche Intelligenz zu erschaffen, die mit menschlichem Verstand gewachsen sind,
oder ihn sogar übertreffen. So ist es doch jenseits unserer wissenschaftlichen Fähigkeiten geblieben, das menschliche Ich zu kopieren. Die Versuche führten nur zu fortgeschrittenen Chatbots, digitale Wesen, die menschliche Sprache und Verhalten zwar nachahmen können, aber keinerlei Ich-Bewusstsein haben. Heute stellten Experten von Arasaka einen Durchbruch vor. Ihr neuestes Projekt, genannt Relic, ermöglicht das Kopieren eines menschlichen Wesens auf einen Splitter, der so klein ist wie ein Cred-Chip. Außerdem kann dieser Splitter in den neuralen Port eines Benutzers eingesetzt werden, was es diesen erlaubt, die digitalisierten Persönlichkeitskonstrukte zu hören und zu sehen. Leider war es mir nicht möglich, diese bemerkenswerte Technologie selbst zu untersuchen. Arasaka erlaubt nur sehr eingeschränkten Zugang zum Relic und nur eine kleine ausgewählte Gruppe von Testern nimmt derzeit an dem Programm teil. Es ist wenig erstaunlich, dass die wohlhabendsten und mächtigsten Menschen der Welt zu diesen Testern gehören. Also genau die Leute, über die Arasaka Einfluss haben möchte. Die gewöhnlichen Konsumenten unter uns können nicht damit rechnen, dass der Relic in näherer Zukunft zum bezahlbaren Massenprodukt wird. Er hätte das gedacht. Da geht's dann raus, würde ich behaupten. Lass mir erstmal reingucken, vielleicht finden wir irgendwas. Erhältliche BDs. Zombie Orgie 3 setzen dem Töten ein Ende. Blut wird fließen, Schritt für Schritt. Beine ruhig kleines. Oh Mann. Eddies. So, an Adam. Adam, mein Schätzchen, das ist meine letzte Nachricht an dich. Eddies, hin oder her, ich reiß dir den Arsch so weit auf, dass du einen Monat nicht sitzen kannst. Ab jetzt setze ich auf nonverbale Kommunikation. 3 Tage. Soll jemand schulden? Adam, danke für deine Hilfe. Die Aufnahmen sind Hammer. Vor allem der Junge mit dem Tattoo. Lebt er noch? Wenn ja, würde ich ihn echt gerne in einer weiteren Virtu benutzen. Egal, was er braucht, damit er das durchhält. Ihr könnt es besorgen. Stars gehen immer vor. Viele Grüße, Gottfried und Frederick. Waren das die Typen, die ich mal hoch hops genommen habe? Die BD-Ersteller? Die beiden Brüder? Ich weiß es nicht mehr. So, hier rausgehen kann ich nicht, weil da steht eine Wache. Das ist mir das Geld dann doch nicht wert. Ja, moin. Hier wäre ich ja easy reingekommen. Ah, jetzt meine Waffen wieder? Ey, den muss ich mir noch abholen. Ja, moin. Ach, hört's auf, hat er wirklich alle Waffen abgenommen? Oh, ja, hol dir deine Waffe zurück, aber wirklich. Das werde ich auch tun. Ganz schnell. Hoffentlich sieht mich der Türsteher da nicht. Da wird sich fragen, warum ich jetzt auf einmal wieder reinkomme, obwohl ich schon drin war. Muss ich jetzt wieder alle ausrüsten? Klar muss ich. Egal. Typ. So, machen wir natürlich so, wie wir es vorher gemacht haben. Wo ist meine Shotgun? 416 Schaden. Hier. Dann eine Maschinengewehr. Dann mein Sniper. Hier da irgendwas Sinnloses gefunden? Ja. So gefällt mir das Weg. Reingehen, Ei platzieren, rausgehen. Sauber. Auftrag abgeschlossen. Aber gut, ne? Man muss mir auch selber auf die Schulter klopfen. Aber ich muss sagen, ohne dieses komische Tarnmodul wäre es nicht so einfach. Ach, der nächste. Ach, ich muss mir die Belohnung abholen. Überraschung, sie am nächstgelegenen Übergabeort nach. Ach so, ja, stimmt. Ach, das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Ich muss mir die Kacke ja immer dann an so einem Automaten holen. Das habe ich ganz verdrängt. Oh, das ist eine Falle und die gehen mir gerade dann gleich mega auf die Füße.
So, ich bin stinkend reich, bin ich. 1 von 5. Muss man ein neues Ding ins Mieten? Aber hey, warte mal. Kann man eigentlich machen, ne? Haben wir ein paar mehr Häuser. Habe ich jetzt hier eigentlich schon so ein Level erreicht? Weil das war vorher zu high-levelig. Jetzt geht's auf einmal, oder was? Ist eigentlich Street Cred 50 das Max? Nee, ne? Würde mich jetzt mal interessieren. Aber die kriege ich ja nur, wenn ich irgendwelche Gangster umlege. Da was, wir kaufen das einfach mal. Weil wir die Asche haben und ich will das mir einfach mal angucken. 300 Meter. Oh. Alles klar. Fußgängerweg und so? Ja. Hat man da schon wieder geschrieben? Shit. Dino. Kannst du übrigens jederzeit gerne vorbeikommen. Der Club steht dir immer offen. Wenn du einen Drink brauchst, Electric Orgasm, kann man nicht übersehen. Harte Arbeit lohnt sich, stimmt's wie? Du machst dir langsam einen Namen. Ich habe einen Auftrag für dich gemacht, Junge. Aber ich habe allgemein mir einen Namen gemacht schon. Kann man schon so sagen. SR. Security, okay. War ja kein Ärger hier, ne? Das artet immer nur aus. Dann werde ich hier ständig verfolgt. Ist doch mega, hier war ich doch gerade. Warum? Jetzt gucken wir mal, was wir uns da gekauft haben, ne? Also es sieht ja schon sehr hochpreisig aus. Ich hab Bock. Man muss sagen, dass unsere standardmäßige Wohnung auch nicht zu verachten ist. Aber das ist ja nicht wirklich eine gute Umgebung da, ne? Warum steht hier einer bei mir? Achso. Das ist ja noch allgemein zugänglich, okay. Ey, ich wollte schon sagen, was machst du in meiner Bude? Oh. Hochwertige Bauweise, klassischer Stil, null Kompromisse. Dein perfektes Zuhause wartet dich im Herzen von Night City. Nice. Das lässt man sich schon gefallen, ne? Wie? Oh, Lizzie. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich brauchst du das. Gleicher Treffpunkt wie letztes Mal. Lass mich nicht warten. Was gibt's denn? Hallo? Lizzie? Shit. Violence. Was haben wir hier? Oh, Tee trinken. Mensch. Kaffee kochen. Also die haben ja so ein bisschen was dazu gepackt, ne? Muss ich dazu sagen. Ich behalte... Also... Ich halte mich ja quasi nie in meiner Wohnung auf. Deswegen fällt mir sowas ja auch nie auf. Deswegen ist auch mein Lager immer leer. 3 Nachrichten. Mit den Stars. Crystal Palace, ja, ja.
Mein Name ist, ich komme von Urabua, nackte Nachbarn. Hey, da ihr meine letzten 10 Mails ignoriert habt, schreibe ich jetzt eine ganze Gruppe in der Hoffnung, dass ihr euch das endlich mal unter Feuer unterm Arsch macht. Es geht um die Wichse auf der anderen Straßenseite. Machen den ganzen Tag vorm Fenster rum, schlittern nackt und lassen dabei den Vorhang offen. Was ist das hier, Glenn? Wir sind in Downtown, da gehört sich etwas Respekt. Also ich bitte euch höflichst darum, endlich mal was zu unternehmen. Ich habe kleine Kinder, verdammt nochmal. Kümmert euch endlich um den Scheiß, Mike. Sehr geehrter Mr. Langley, wir tun alles in unserer Macht Stehende, um unseren Mietern angenehme Wohnbedingungen zu bieten. Ihr Komfort ist unsere höchste Priorität. Leider hat die Hausverwaltung jedoch keine Kontrolle darüber, was die, Zitat, Wichser in benachbarten Wohnungen auf ihre eigenen vier Wänden, in ihren eigenen vier Wänden tun und lassen. Es tut uns auch wirklich leid, dass wir mit der Situation unzufrieden sind. Wir möchten Sie bei der Gelegenheit daran erinnern, dass es in Ihrer Wohnung Sichtschutz an den Fenstern gibt, mit denen Sie einen unerwünschten Ausblick ausblenden können. Bedienungsanweisung und die Liste der verfügbaren Anzeigen für den Sichtschutz finden Sie in Ihrem Mieterhandbuch. Mit freundlichen Grüßen. Ey, dieser Nerdschutz ist ein Witz. Er zeigt mir gar nichts an. Ich werde nur ständig nach meinem Passwort gefragt und ja, ich benutze das richtige Passwort. Bitte überprüft das mal und repariert das, Mike. Sehr geehrter Herr Langley, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das Passwort zurückgesetzt haben. Jetzt schon wieder mit meiner Dingens los. Gut, also es gibt dann scheinbar doch noch Aufträge, die gefährlich sind. Der ist für Gefahr hoch, das heißt, der ist nicht für mein Level. Dann machen wir den anderen. Er kann ja irgendwie sein Apartment auch noch einrichten, ne? Warte mal, das will ich mal kurz checken. War das hier? Reiseführer? Nein. Ich weiß nicht mehr, wo das war. War das nicht hier? Es ist... Mir war so, als hätte man das irgendwo anpassen können und ich glaube, das geht doch irgendwo, aber... Ja, dann halt nicht. Tun wir jetzt mal nicht so, als würde ich hier permanent irgendwo rumhocken. In der Bude und die Aussicht genießen. So, also 500 Meter. Aufpassen, dass wir nicht wieder durch die Bullen laufen oder was auch immer da los ist. Bisschen Vitalität noch skillen. Können wir ja schon. Da kann sich die Polizei drum kümmern, das habe ich lange genug gemacht. Damit habe ich ungefähr 10 Stunden, glaube ich, in dem Spiel zugebracht. Weil ich dachte, man könnte die Stadt komplett säubern. Aber nein. So, da sind wir. Oh, ich bin außer Atem. Söldner gearbeitet, also Vorsicht. Aber die Eddies sind's wert. Mehr Infos findest du im Anhang. Bin gespannt, was du machst. Danke. Also, ich mach's kurz. Es geht um Jack Mauser. Meinst du, dieses bekloppteste Söldner? Mauser ist bei einem Job für mich vor kurzem zu weit gegangen. Viel zu weit. Er sollte nur ein paar Splitter aus dem Zeta-Tech-Transport mitgehen lassen. Still und heimlich. Pah, nix da heimlich. Der Psycho hat jede verdammte Wache umgebracht, den Fahrer geköpft und den Truck gesprengt. Der Konzern ist tierisch angepisst und sucht nach dem Wichser, der dafür verantwortlich ist, was natürlich auf mich zurückfallen könnte. Vielleicht kann ich mich aus der Schlinge ziehen, wenn du ihn Jacks Kopf auf einem Silbertablett servierst.
Ihm gehört ein schäbiger Club Downtown namens Seventh Hell. Ich habe das Gefühl, dass er sich da verschanzen will, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich will, dass du da aufkreuzt und dem durchgeknallten Drecksack ein Ende bereitest. Am besten ohne großes Aussehen. Okay? Sehr gut, sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ohne großes Aufsehen? Das Ding ist, ich kann ihn mit einem Schuss ausknocken. Aber die Waffe hat halt einen lauten Knall, ne? Das ist halt das Problem. Weiß ich nicht, ob ich das so ohne weiteres hinkriege. So, Security. Ich werde mal nachsehen. Sieh mal nach. Das ist halt die Frage, was hier unten so los ist. Erstmal klauen wir ihm Geld. Wir haben gerade 55.000 rausgeschmissen, da müssen wir mal wieder ein bisschen Geld einfahren. So, 55. Ne, Quatsch, 7a müssen wir eigentlich starten, ne? 7a, 7a, 1c, 7a, das kriegen wir nehmen, 7a, 1c, 7a, 55, 1c, 1c, 7a. Warum stehe ich auf dem Tisch? Geh im Club kämpfen aus dem Weg. Szenario, finde Jack Mauser. Okay. Gucken wir doch mal. Der hat doch bestimmt. Na wie? Der hat keine Kameras hier dran? Ne? Job. Sebastian Ybora. Suche zur Welt ihr finden, heißt es in der Bibel. Aber manchmal, wenn man gar nichts sucht, findet die Arbeit einen trotzdem. Es geht um einen Typen. Gustavo Orta, der mit den Tinos am Start. Ist mit den Tinos am Start. Mein Kunde will ihn loswerden. Kannst du es übernehmen? Padre. Sorry, Padrino Baby, aber diesmal sage ich nein, ich will mich nicht mit den Tinos anlegen, Jack. Okay. Reintümer von Jack Mauser, Mitarbeiter. Ihr wisst sicher schon, dass der Club einen eigenen. Alter, was? Ihr wisst sicher schon, dass der Club einen neuen Eigentümer hat, und zwar mich. Also, was müsst ihr wissen? Ich habe hohe Erwartungen und null Verständnis, wenn jemand sich nicht erfüllt. Entweder tut ihr euer Bestes oder ihr könnt euch gleich verpissen. Kapiert? Es wird ein paar Änderungen geben, damit dieser Club endlich mal Profit machen kann. Für den Anfang, Krankenurlaub wird abgeschafft, dir geht scheiße, dein Problem nicht meins, keine Zigarettenpausen mehr, du willst rauchen, machst zu Hause, keine privaten Telefonate während der Arbeitszeit, Mittagspause ist von 12 bis 12.30 Uhr, du brauchst länger, dein Pech. Das ist die Hälfte? Wahrscheinlich. Trinkgelder kommen in die Gemeinschaftskasse, ich entscheide, wer wie viel bekommt. Habt ihr Fragen, Zweifel, Vorschläge? Super. Die könnt ihr euch in den Arsch schieben, Jack. Netter Typ, netter Typ. Sehr geehrter Herr, ich bitte erneut um das Begleichen der Rechnung Nummer 7701203. Viermal drahtlose Boom-Boom-Lautsprecher DJ-Set Rave 3000X. Der genannte Betrag für diese Waren ist spätestens bis zum letzten Werktag des laufenden Kalendermonats zu entrichten. Wenn die Zahlung bis dahin nicht eingegangen ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihre Schulden über das Extract-Exact-Programm einem bewaffneten Schuldeneintreiber anzuvertrauen. Hör mal. Mach ja keine halben Sachen, wa? So, da sitzt doch einer, das sehe ich doch. Gesehen, was ich dir geschickt habe? Nee. Hm? Heilige Scheiße! Hörst du das? Hörst du, was die da spielen? Geschmäcker sind verschieden. Das sagen nur Leute mit schlechtem Geschmack. Weiß ja nicht, warum er es verdient hat, abzutreten, aber sein Musikgeschmack reicht mir schon als Grund. Ich höre gar nicht so krasse Musik, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn hier los? Ich
Türsteher, der wird uns ja nicht auf die Füße treten, weil wir sind ja hier legal drin. Also wir sind zwar illegal reingekommen, aber es ist ein Club. So, wo ist er denn, der Typ? Das ist ein Türsteher, das ist ein Türsteher. Oben wahrscheinlich, ne? Tote Hose, Mann. Habt ihr gleich gesagt, das Afterlife wäre besser? Wenn wir hingehen, versprichst du mir, dass du endlich die Fresse hältst. So. Wo hängt er denn rum? Wahrscheinlich irgendwo. Kann ich in die Kamera hacken? Ich will mir noch nicht sagen, dass hier keine Kamera draußen hängt. Das ist ein Treppenhaus. Was haben wir hier? Security. Ganz unauffällig gemacht. So. Die Tür zu? Hätte ich gar nicht unsichtbar machen müssen, ne? Moin. So. BD. 59. BD. 7a. Ah, das heißt ja wieder Klassiker. Scheißdreck. Ah ja. Also, ich bin jetzt hier drinnen im Security-Bereich und es ist nicht so security-mäßig, wie ich dachte. Ich komme jetzt hier mit. Wo komme ich jetzt hier? Noch das Dach? Ist ja mega. Was soll ich denn hier? Frag mal nicht, warum hier Karten rumliegen. Hat da bestimmt einen Sinn hier, oder? Das Ganze. Ah! Bin ich in seinen privaten Gemächern gelandet. Ah, mega. So, wo ist denn der jetzt? Hallo? Ah. Knack. So, 1C557A. 1C55A. 55. 55. In 9, 1C. Genau, das kommt auch selten vor. Komplett ausgeschöpft, die ganze Geschichte. Ist das sein Privatgemach? Achso, ich bin auf dem Klo. Ja, Mensch, macht Sinn. Ich weiß zwar nicht, warum es vor dem Klo eine Sitzecke gibt, aber. So, da gibt es eine Kamera. Perfekt. Möchte das Sora? Überwachungskamera. Ich kann sie nicht hacken, warum nicht? Ja, wir sind zur Seite. Was haben wir denn hier? Türsteher. Jack Mauser. Und da drüben stehe ich, ne? Da stehe ich. Okay,